Herzlich willkommen zur 115. Folge Johann mit der Felix. So, wir machen jetzt die Aliens weg. Jo. Alle. Auf So. einmal. Dann bau doch schon mal im Inventar Verteidigerkapseln. Das ist ein guter Joke. Ja? Ja, finde ich eigentlich auch. Ich habe mich schlapp gelacht. Ja. Wer war das? Nee, Goofy. Goofy, genau, Goofy. Das ist schon Jahrhunderte her, wo es den gab. Wie hieß denn der andere komische Kerl? War es Max? Max? Hä? Max und Moritz? Nee, war das nicht Goofy und Max und sowas immer? Goofy, Mickey und Ja, Minnie nee. und Nein, das kam danach. Davor Pluto? war es, glaube ich, Goofy und Max oder sowas. Weiß ich nicht, das ist vor meiner Zeit gewesen. Ich weiß nur, dass mein Bein gerade aufwacht. Nein, es ist nicht brutal schmerzhaft, nur ein bisschen. Warum war das Ding? Da lang und bauen das dann. Hast du noch so ein Lagercontainer-Gerät? Wahrscheinlich hast du so eins noch rumliegen im Inventar. Hundertprozentig hast du so ein Ding da rumliegen, Felix. Ich hab zwei Asche für dich, aber. Hast du noch Eisenplatten dabei? Nö, aber neben dem müsste ja irgendwie die Schmelze stehen unten. Ja, aber hier Die steht ist auch. deutlich. Hier steht, ich glaube, hier vorne bin ich näher dran. Dann. In meiner Verarbeitungsanlage für wie heißt das Zeug hier? Wo ich die Asche nehme zum Schmelzen. Als Brennstoff. Weil ich schon so verzweifelt bin und nicht weiß, wo ich die Asche hinpacken sollte. Hoch und runter, ganz weit weg. Wir laufen hier lang. So, dann haben wir jetzt hier vorne auch einen Zwischenspeicher für das Zeug da. Die Frage ist halt, kommt da viel bei rum von dem Zeug? Eigentlich schon, oder? Stimmt. Naja. Ich denke mal, es reicht aber, dass da so eine tolle, nette Geschichte bei rumkommt. So, da kommt das mit dran. Wieso arbeitet? Ach so, ha, ja, da war ja was. Unter Umständen müssten da ja noch Maschinen dran. Wie hießen die hier? Hochdruckofen. Ich hoffe, davon habe ich noch welche gebaut. Na dann. Das wollte ich nicht. Das waren die Hochdruckofen. Davon habe ich zu viel gebaut.
Nö, ich habe genau die richtige Menge gebaut. Als ob das irgendwie geahnt hätte, dass ich so viel brauche. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es irgendwie geahnt hat. Ich mir eigentlich beim besten Willen auch nicht. Kann ich forschen und mal langsam aufhören zu forschen? Das ist ja scheiße, ich muss hier echt anfangen zu arbeiten. Die Forschung wird auch klappen, weil noch 200 Pakete übrig sind. Was ist das denn für eine Kacke? Soll ich dann deine Energiegewinnung anfangen zu forschen schon oder sollte dann erstmal das ja, mit ja. Wenn geht, dann, wenn geht, dann durch. Also die Frage ist dann, in welche Reihenfolge wir Sachen forschen, ne? Wir haben ja noch ein paar Pläne. Leiterplatten wegen Eisenoxid und generell. Dann das Ding von dir wegen Strom und dann diese Zeug wegen Stahl. Also Eisen 2, dann, dann würde ich sagen, machen wir Leiterplatten, dann Energie und dann Stahl. Hallo, kannst du mal aufhören damit? Sehr stressig hier. Was mach ich denn? Forschung. Stimmt, ne? Keine Schaltkreise mehr kommen, ist nicht festgestellt, dass es daran existiert und kein Koks mehr reinkommt. Geht gleich wieder los. So, Koksanlage ist jetzt komplett umgebaut. Brauchtest du Sachen? Hinten in der Basis Koks im besten Fall. Wegen Leiterplatten und so einem Scheiß. Okay. Basis ist wieder angeschlossen. Eine halbe Stunde, bis es da hinten angekommen ist. Ja, ich denke mal so 4-5 Folgen.
Ja, schön. Krogofengas verbrauchen wir aktuell nur für die Ziegelsteine, richtig? Sehr schön. Okay, dann Flüssigkeiten. Eine Stunde. Krogofengas. Krogofengas. Okay, die Produktion. Wir verbrauchen auf 10 Minuten 100.000 und stellen her 144.000. Da ist aber noch nicht die neue Produktion mit drin. Das heißt, wir produzieren jetzt 18.000 die Minute. Anstatt 12.000. So, das heißt, ach, nee, Quatsch. 10. Das heißt, wir produzieren jetzt knapp 180.000 Kokofengas und verbrauchen in 10 Minuten 100.000. Das heißt, wir können die Anlage unten bei dir nochmal fast verdoppeln. Ja. Also die über Kokofengas tatsächlich. Aber schafft das denn überhaupt eine Anlage hier oben noch? Meine nächste Frage. Wahrscheinlich nicht. Weil das Interessante ist, das Kokofengas ist nämlich jetzt schon bei 67.000. Wow. Das Ding, was du hier brauchst, ist jetzt die Steine aus Wasser oder was? Sediment. Guck mal, da kommt Erdschlacke raus. Aus Erdschlacke habe ich eben gerade auch irgendwas Vernünftiges gesehen, was wir noch basteln könnten. Ja, reichhaltigen Leben. Nee, da war gerade noch. Warte. Koks. Das habe ich irgendwo hier noch gesehen. Ah ne, es war nicht Erdschlacke, das war Kohleschlacke. Alter, Zylenol. 5 Koks, Methan und Wasser. Ach ne, Quatsch, da kommen 500 Dampf, 60 Grad raus. Kann man den Dampf nicht auch irgendwie... Oh, und mit deiner Mining Machine Stage 2, ah ne, mit der Filtration, kriegen wir sogar. Ah ne, das war das nicht. Wo waren das jetzt gerade? Das hier. Da kannst du das Synthesegas nämlich aus Kamingas herstellen. Und du kannst Asche aus Kamingas dann herstellen. Und Säuregas aus Erdschlacke. Holy shit, ey, was hier für ein Kram kommt alles. Das wird noch richtig witzig. Und vor allem mit Mining Machines, da kriegen wir ja wieder massiv viele tolle Sachen raus. Unslimed Iron und Unslimed Iron und Molten Iron aus Unslimed Iron und ach du ahnst es nicht. Und Stainless Steel aus heißer Luft.
Bolzen aus heißer Luft und Rohre aus heißer Luft und aus Gussform und ja, toll. Es ist jetzt aber alles das, was wir jetzt in der nächsten Zeit geplant hatten, in der Forschungswarteschlange drin. Nämlich weiß ja. Okay. Ach so, wie sieht das hier mit Molten Ion aus? Alter, hat er mal 7000 Molten Ionen verbraucht. Holy shit. Ist das traurig, wie wenig Ion verbraucht. Ach so. Wie sieht das mit unserer Umweltverschmutzung hier aus? Ich will nicht gucken. Die haut uns nach da ab. Weil unser Wald so leicht abgestorben ist da hinten. Okay. Aber da hinten ist erstmal kein Nest. Da kommt erst noch ein zweiter und ein dritter Wald. Ansonsten sieht das eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Wenn das jetzt da ist, sechsundzwanzigtausend Produktion, normale Sachen, Koks und Verbrauch Koks. 4000 stellen wir her, 2000 verbrauchen wir. Okay. Hört sich grundsätzlich erstmal Kacke an. Ihr könnt nicht mehr. Doch, ihr produziert alle hier, oder? Ja, die komplette Anlage läuft. Wunderhübsch. So, und die ist jetzt auch so weit, dass man sagen kann, die könnte man theoretisch kopieren. Auch mit dem. Nee, was ist das da für ein Rohr? Das Rohr gefällt mir da nicht. Ach so, das ist aber nur ein Rohr. Das Zeug da einfach mal anzuschließen. Was ist denn da drin? Ist das Methan? Ist das auch Wasser? Okay, aber ich denke mal, die Anlage ist jetzt wirklich vernünftig. Das Einzige, was ich jetzt noch sagen muss, wo man sagen müsste, ah, könnte eventuell ein Rechenfehler drin sein. Dass es relativ viel Holz ist. Aber gut, mit Speedmodul und sowas kann man das hier dann später Ja, aber das dauert anpassen. noch ein bisschen. Ja, aber das kann man dann später einfach anpassen.
Das Problem ist halt, die brauchen auch Leiterplatten 2. Und Leiterplatten 2 wird genauso ekelhaft wie Leiterplatten 1. Und Leiterplatten 1 war schon lala. Okay, so. Das Problem hier. Was fehlt denn jetzt hier? Was kommt auf dem Fließband hier? Sachen. Toll. Der reiche Lehm ist leer. Deswegen läuft die Forschung nicht mehr. Kannst du da von dir aus noch irgendwie was abklemmen dann? Nö. Aktuell nö. Später vielleicht. Wenn ich andere Dinge noch aufbaue. Wasser und Asche. Wenn ich die Teerdingsens aufbaue vielleicht. Mit reichhaltigem Leben. Aber bei dem mit Asche definitiv bei weitem nicht. Das okay. Mit Asche reicht ja nicht mal annähernd für mein Ding da. Außer die Heißluft läuft super schnell voll, was ich nicht denke. Oh, doch, bestimmt. Hundertprozentig läuft die voll. So, pass auf, du schließt das Ding an und dann voll. Habe ich die Hoffnung gehabt zwischendurch, dann habe ich mal ausgerechnet und dann Alter, was ist das denn alles hier? Dass ich okay. Sand. Okay. Okay. Wieder aus. Die Dinger sind laut. Die Dinger sind sehr laut. Leider am Ende der Folge. Jawohl. Dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss.